Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und in Teilen natürlich auch liebe Freundinnen und Freunde, lieber Werner. Die vorliegende Reform des Rundfunkstaatsvertrags ist in der Tat, wie es hier schon gesagt worden ist, mehr als nur ein Alltagsgeschäft. Nach dem unsäglichen Skandal um die Verschwendungssucht der ehemaligen Intendantin und ihrer Führungsriege geht es jetzt darum, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und den RBB trotz Sparkurs bei veränderten Medienverhalten auch zukunftsfähig zu machen. Und dazu haben sich die Senatskanzlei und die Staatskanzlei von Brandenburg auf eine stärkere Regionalisierung des Angebots festgelegt. Das stellt einen politischen Richtungswechsel dar und der wäre zumindest mal politisch zu diskutieren, meiner Meinung nach. Und angesichts dieser großen Aufgaben, die dieser Staatsvertrag erfüllen soll, wäre eine umfassende und frühzeitige Befassung im Parlament und eine öffentliche Debatte dazu unter Beteiligung der Betroffenen, auch der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler, notwendig gewesen. Die kurzen Fristen für die Stellungnahmen haben bei den Betroffenen erhebliche Irritation ausgelöst. So konnten sie auch kaum Eingang finden in den Kabinettsentwurf, der uns jetzt vorliegt. Am 13. Dezember soll jetzt doch endlich eine Anhörung im zuständigen Ausschuss stattfinden. Allerdings soll der Staatsvertrag im gleichen Tagesordnungspunkt noch abgestimmt werden. Die Einladung von Expertinnen und Betroffenen zu dieser Anhörung ist also quasi Makulatur und ihre Hinweise werden keine Berücksichtigung mehr erfahren. Und das finde ich äußerst ärgerlich. Brandenburg ist damit anders umgegangen. Dort gab es eine Sondersitzung des Hauptausschusses zum Thema noch vor dem Kabinettsbeschluss und so konnten die Änderungen auch noch eingearbeitet werden. Aber jetzt haben wir ja hier an prominenter Stelle Gelegenheit, uns über den Inhalt auseinanderzusetzen und deswegen werde ich das natürlich auch gerne machen. Man soll ja immer mit dem Lob anfangen, also will ich das auch gerne tun. Das Gute ist, dass Kontrollmechanismen, das Compliance-System und auch Transparenzregelungen ausgebaut und verbessert werden. Und auch die externe Kontrolle durch die Rechnungshöfe soll gestärkt werden. Und das ist die notwendige Antwort auf den RBB-Skandal. Das ist hier schon gesagt worden und das unterstützen wir selbstverständlich auch. Es soll zukünftig umfassende Veröffentlichungspflichten über die Organisationsstruktur und die Aufsichtsgremien geben. Wer die Medien hat dazu kluge Ergänzungsvorschläge gemacht, wie die Offenlegung der Verwendung der Mittel sowie Berichtspflichten wie etwa Vergabebericht oder Gleichstellungsbericht festzuschreiben. Wir finden, das sollte auch aufgenommen werden. Und besonders erfreulich finden wir als Linke natürlich, dass die festen Freien des RBB endlich wie in den meisten anderen Anstalten auch im Personalrat vertreten sein werden. Für dieses Ziel haben wir uns gemeinsam mit der Freien Vertretung und den Gewerkschaften jahrelang eingesetzt und liebe Kollegin, bei der letzten Novelle haben wir uns da noch die Zähne ausgebissen an der SPD-geführten Senatskanzlei. Das ist jetzt ein echter Fortschritt. Dafür herzlichen Dank. Und auch, dass die Gehälter der Intendantin und der außertariflich Beschäftigten in Führungspositionen gedeckelt werden, das finden wir richtig. Das wird den RBB zwar finanziell nicht sanieren, aber es ist ein notwendiges Signal an die Beschäftigten und auch an die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, dass jetzt Schluss sein muss mit der Selbstbedienungsmentalität. Und auch die Einrichtung einer Ombudsperson als externe Anlaufstelle für vertrauliche Hinweise zu Rechts- und Regelverstößen im Rundfunk Berlin-Brandenburg finden wir richtig. Und auch mit einer Vertretung von Menschen mit Behinderung im Rundfunkrat sowie einer für den Lesben- und Schwulenverband sehen wir eine jahrelange linke Forderung erfüllt. Deshalb haben wir noch in der letzten Legislaturperiode des Rundfunkrats unseren Sitz dem Behindertenverband zur Verfügung gestellt. Das wird künftig nicht mehr notwendig sein. Sie können sich jetzt selbst direkt vertreten. Das ist gut. Aber es ist schon angesprochen worden, die Chance einer fairen Beteiligung von verschiedenen Konfessionen, aber auch den Konfessionslosen im Sendegebiet zu ermöglichen. Diese Chance wurde leider vertan. Mit dem jetzigen Kompromiss werden die Debatten weitergehen. Es gibt viel Unzufriedenheit bei den jüdischen Verbänden, bei den Humanistinnen und Humanisten beispielsweise, aber auch bei den alevitischen Verbänden und den muslimischen Verbänden. Diese Diskussion wird uns erhalten bleiben und wir werden schauen, wie wir da in Zukunft eine zeitgemäßere Repräsentation hinbekommen können. Und nach dem Lob muss ich jetzt auch zur grundlegenden Kritik kommen.
Der Kollege Graf hat schon die mangelnden Möglichkeiten in den neuen Medien angesprochen. Und ich möchte jetzt hier mal ein Augenmerk legen auf ein altes Medium. Die sogenannte Flexibilisierung der technischen Verbreitung der Hörfunkprogramme halten wir für einen großen Fehler. Das bedeutet nämlich nichts anderes als den schrittweisen Rückzug aus UKW und DAB+. Und das, obwohl hier die Hörerzahlen stabil sind. Zum einen ist das ungerecht gegenüber den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlerinnen. Für sie wird nämlich faktisch eine zweite Rundfunkgebühr fällig, nämlich die monatlichen Kosten für den privaten Internetprovider, um das Angebot überhaupt empfangen zu können. Das kann nicht im Sinne der von der Verfassung festgeschriebenen Grundversorgung sein. Und dann muss man ja auch die Frage stellen, was mit den Gebieten in Brandenburg ist, die nach wie vor unter einer grottenschlechten Netzabdeckung leiden. Was ist eigentlich mit der Grundversorgung von denen? Und zudem sollten uns die letzten Jahre doch gelehrt haben, dass es kurzsichtig ist, ohne Not sich aus krisensicheren Infrastrukturen zurückzuziehen und diese rückzubauen, wie es etwa UKW ist. Und einen weiteren Fehler sehen wir in den strikten Vorgaben zur Regionalisierung, ohne dass das finanziell untersetzt ist. Es soll 4 neue Regionalbüros geben, die festgeschrieben werden, unter anderem in Brandenburg an der Havel, was überhaupt nicht weit ist von dem bestehenden Standort in Potsdam. Es werden ausgeweitete regionale Sendestrecken sowie die Schaffung zwei neuer Leitungsposten festgeschrieben. Und auf der anderen Seite sollen die Werberechte und damit eine Einnahmequelle stark eingeschränkt werden. Verstehen Sie mich nicht falsch, meine Partei hat sich immer für die Beschränkung von Werbung im Öffentlich-Rechtlichen eingesetzt. Aber das alles findet vor dem Hintergrund eines rigiden Sparkurses statt. Und alle Beteiligten in den beteiligten Landesregierungen, die äußern sich immer wieder in der Öffentlichkeit für eine Beitragsstabilisierung. Also, wir halten fest, neue Führungsposten, neue Immobilien, neue Programmvorgaben bei gleichzeitiger Einschränkung der Einnahmen. Das passt nicht zusammen und ist unehrlich. Und es ist zu befürchten, dass dies am Ende zu Lasten des Gesamtprogramms und damit der Mitarbeitenden, zuallererst der festen Freien, aber auch der Beitragszahlerinnen und Beitragszahlerinnen geht. Das ist zu verhindern. Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine stärkere Regionalisierung. Aber die muss doch vor allem durch Flexibilität der Journalistinnen und Journalisten gewährleistet werden, die im Sendegebiet unterwegs sind und die aktuelle Debatten aufgreifen vor Ort. Und nicht, das kann nicht dadurch gewährleistet werden, dass irgendwelche Büros angemietet werden. Und nach meiner persönlichen Meinung geht es auch die Berlinerinnen und Berliner an, was in der Lausitz passiert. Und meine Damen und Herren, dazu kommt ja das große Thema Staatsferne. Insbesondere das Recht auf die Programmautonomie, Rundfunkfreiheit und die Selbstverantwortung. Zu Recht ist das Prinzip der Staatsferne ein von den Verfassungsgerichten sehr hoch eingestuftes Gut. Die Intendantin und der Rundfunkrat haben in ihren Stellungnahmen deutlich gemacht, dass sie dieses mit dem vorliegenden Staatsvertrag nicht mehr gewährleistet sehen. Wenn sich das nicht ausräumen lässt, dann werden darüber wieder die Gerichte entscheiden müssen und das wird das Vertrauen nicht unbedingt stärken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht weniger als 7 RBB-Produktionen waren in den letzten Jahren für den renommierten Grimme-Preis vorgeschlagen. Als einer von 2 Preisträgern hat die Redaktion des Politmagazins Kontraste den Preis für besondere journalistische Leistung erhalten. Und da wird zu Recht rechts gemurrt. Die Jury begründete nämlich die kontinuierlichen investigativen Recherchen zum Randthemen des Rechtsradikalismus für diese Vergabe des Preises. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, was den Wert verdeutlicht, den die Öffentlich-Rechtlichen gerade in ihrer journalistischen Arbeit in einer Zeit von Fake News und Angriffen auf die Demokratie und unsere plurale Gesellschaft haben. Für mutige Recherchen, die Hartnäckigkeit erfordern, und sich auch mal mit mächtigen Anliegen anlegen, die nicht wollen, dass über sie recherchiert wird. Dafür braucht es Beschäftigte, die sich keine Sorgen um ihre Zukunft machen müssen und die sich darauf verlassen können, dass der Sender ihnen den Rücken frei hält. Und das gilt es zu erhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das verprasste und veruntreute Geld der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler
werden wir wohl in der Mehrheit nicht zurückbekommen. Auch nicht, wenn wir jetzt das Eichenparkett rausreißen und verscherbeln. Aber das verloren gegangene Vertrauen, das muss der RBB zurückgewinnen. Das kann nur gelingen, wenn nicht der Verwaltungsapparat weiter aufgeblasen und die Staatsferne riskiert wird. Und wenn der strikte Sparkurs auf Kosten des Programms und der Beschäftigten durchgesetzt wird. Es ist unser gemeinsames Interesse, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch die freie Presse insgesamt vor Angriffen von rechts zu schützen. Wie nötig das ist, zeigte sich jüngst wieder beim Parteitag der rechtsextremen AfD Thüringen, wo Journalistinnen und Journalisten im Machttaumel bedroht wurden und ihnen Arbeitsverbote angedroht wurden. Wir haben hier ein gemeinsames Interesse, unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk und unsere freie Medienordnung zu schützen. Wir als Linke tragen gerne unseren Teil dazu bei, in einer fairen und transparenten Debatte. Diese Aufgabe nehmen wir gerne an. Ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss. Herzlichen Dank.